Hallo und herzlich willkommen im Podcast Deine Gesundheit machst du selbst. Mein Name ist Dr. Annette Jasper und ich bin Zahnärztin und habe eine Praxis für ganzheitliche Zahnheilkunde in München. Ja, in der heutigen Folge geht es um Ayurveda. Viele Menschen denken, Ayurveda, das ist die Wellnessbehandlung im Hotel oder das ist vielleicht leckeres Essen. Aber nein, Ayurveda, das ist was ganz, ganz anderes. Und ich habe mich entschlossen, zusätzlich zu meinem Zahnmediziner-Dasein Ayurveda zu studieren. Ja, ich bin eine Ayurveda-Medizinerin geworden und daher möchte ich unbedingt dieses Wissen mit dir teilen und dir mitteilen, was Ayurveda wirklich ist. Hör dir die Folge an. Ayurveda ist also keine Wellnessbehandlung, keine Panchakarma-Kur, kein Gericht. Nein, Ayurveda ist weitaus mehr als das. Ayurveda vereint alle Wissenschaften, alle Philosophien und alle Religionen, die wir kennen. Denn Ayurveda, das ist das gesammelte Wissen vom Leben, was über Jahrtausende gesammelt wurde. Im Ayurveda wird der Mensch als ein Abbild vom Universum gesehen, als ein Naturwesen, welches untrennbar mit der Natur verbunden ist und natürlich den Naturgesetzen unterliegt. Ganz egal, ob er sie nun kennt oder nicht. Das ist ungefähr so wie unsere Verkehrsregeln. Angenommen, du fährst morgen über eine rote Ampel und ein Polizist hält dich an, dann nützt es dir garantiert nichts, wenn du sagst, oh, ich wusste nicht, da durfte man nicht rüberfahren. Natürlich musst du eine Strafe bezahlen. Und so ist es mit den Naturgesetzen auch. Auch wenn du ein Gesetz nicht kennst, dann gibt es das Gesetz trotzdem und du unterliegst dem Einfluss dieses Gesetzes. Und Ayurveda kümmert sich um die Erhaltung und Förderung der Gesundheit und natürlich um die Beseitigung und Behandlung von Krankheit. Daher empfiehlt Ayurveda uns Menschen einen angemessenen Lebensstil, den Naturgesetzen eben entsprechend. Bedeutet, Krankheit gibt es im Ayurveda immer dann, wenn der Mensch nicht nach den Naturgesetzen handelt. Und das finde ich ganz, ganz einen elementaren Aspekt. Das ist anders als in der Schulmedizin. In der Schulmedizin werden die Symptome behandelt und Ayurveda geht ganz viel tiefer hinein und weiß, wenn ein Mensch erkrankt ist, dann hat der nicht nach den Naturgesetzen, nicht nach seiner Natur gehandelt. Und Krankheitsbeseitigung bedeutet dann, dass dieser Mensch sein Leben umstellen muss. Eine Krankheitsbeseitigung ist im Ayurveda immer mit einer Lebensumstellung verbunden. Und da wir Menschen uns in der Regel, also in den Breitengraden, in denen wir leben, uns in der Regel falsch ernähren, nicht richtig ernähren, bedeutet eine Lebensumstellung meistens auch eine Ernährungsumstellung. Und daher gibt es eben auch so oft den Eindruck, dass Ayurveda einfach nur ein Rezept ist oder Rezepte, leckeres Essen oder veganes Essen, vegetarisches Essen. Das ist so das, was dann dadurch nach außen oft hervortritt. Und ich finde es sehr, sehr spannend, bedeutet, wenn dir zum Beispiel jemand, angenommen, du hast Bauchschmerzen, du hast Bauchkoliken, dann würde dir ein Schulmediziner vielleicht ein paar Tropfen geben, eine Tablette, vielleicht eine Magenspiegelung machen und sagen, Mensch, Schleimhaut ist gereizt, nehmen Sie dieses oder dieses Medikament ein. Und der Ayurveda-Arzt, der forscht nach, wie ist deine Lebensweise, welches Naturgesetz beachtest du nicht, brauchst du vielleicht mehr von der Nahrung oder mehr von dem Nahrungsmittel, vielleicht von einem speziellen Gewürz, also im Ayurveda geht es auch darum, dass die Nahrung deine Medizin ist. Auf die Nahrung wird ein sehr, sehr großer Wert gelegt, weil die Nahrung wirklich sehr viel bewirken kann in deinem Körper.
Du hast vielleicht auch schon davon gehört, dass im Ayurveda wir Menschen in verschiedene Typen eingeteilt werden, in Vata, Pitta und Kapha. Das ist so. Dennoch wird jeder Mensch auch als ein Individuum betrachtet. Ich möchte auf diese Typeneinteilung heute gar nicht eingehen. Dazu werde ich ganz bestimmt eine extra Folge machen. Ich möchte mehr darauf eingehen, wie Ayurveda allgemein uns Menschen Ratschläge gibt, Tipps gibt und uns bestimmte Verhaltensregeln empfiehlt, um einfach unsere Gesundheit zu erhalten. Und dabei handelt es sich um tägliche Routinemaßnahmen, auch um jahreszeitliche Verhaltensregeln. Es geht um Ernährungsregeln. Es geht um Maßnahmen, die die Alterung oder der Alterung entgegenwirken, um Maßnahmen, die die Potenz steigern und um Maßnahmen, die die Spiritualität fördern. Das sind die Dinge, wo uns Ayurveda wirklich auch unterstützt. Im Folgenden möchte ich dir einige tägliche Routinemaßnahmen mit dir teilen. Und zwar ist es grundsätzlich immer alles ganz einfach im Ayurveda und natürlich ganz klar und selbstverständlich. Und dennoch, und das ist das Interessante bei der Sache, und dennoch müssen wir es lernen oder dennoch verstoßen wir gegen diese Gesetze. Also, das Erste ist, als Naturbursche, als Naturmensch, als Naturwesen empfiehlt Ayurveda uns natürlich, mit dem Sonnenaufgang aufzustehen. Also das beinhaltet natürlich auch, nicht nach Mitternacht schlafen zu gehen, sondern auch dementsprechend früher schlafen zu gehen, um wirklich genügend Schlaf zu bekommen. Klar, der eine braucht 6 Stunden, der andere 7 oder 8 Stunden. Aber Ayurveda empfiehlt uns definitiv, mit der Sonne, mit dem Sonnenaufgang aufzustehen. Denn ja, der Mensch ist ja das einzige Lebewesen, welches einen Wecker braucht, um aufzustehen. Also kein Tier braucht einen Wecker, um aufzustehen. Jedes Tier steht seiner Natur gemäß und entsprechend eben auf. Aber weil wir die Elektrizität haben, bleiben wir nachts sehr, sehr lange auf und haben vielleicht die Rollos runtergelassen an den Fenstern und kriegen gar nicht mit, wann die Sonne aufgeht. Also der erste Tipp ist schon mal mit dem Sonnenaufgang aufstehen. Dann direkt nach dem Aufstehen 2 bis 3 Gläser warmes Wasser trinken. Und ich muss sagen, das ist eine Wohltat für den Körper. Ich mache das tatsächlich jeden Tag. Genauso wie die Zungenreinigung durchzuführen. Wenn du deine Zunge regelmäßig reinigst, dann hilfst du deinem Körper bei der Entgiftung. Weiterhin empfiehlt Ayurveda, die Nase zu spülen. Da gibt es so spezielle Spülkännchen, so Nasenspülkännchen. Dann geht es weiter mit der Massage, Selbstmassage der Gelenke mit Sesamöl. Sesamöl ist ein sehr warmes Öl und wenn du deine Gelenke regelmäßig damit massierst, dann ist es eine Wohltat für die Gelenke. Eine ganz besondere Wohltat ist es, wenn du eine Kopfmassage mit Sesamöl machst. Ja? Dazu musst du jetzt nicht deine ganzen Haare in Sesamöl tränken, sondern es reicht, wenn du ein bisschen was von dem Sesamöl auf deinen Fingern hast und so am Haaransatz ein bisschen massierst. Ein besonderer Luxus ist es natürlich, wenn du dich von deinem Partner massieren lässt, also wenn du eine Kopfmassage von deinem Partner bekommst oder du ihm eben eine schenkst. Weiterhin geht es mit Yoga und Meditation, denn im Ayurveda wird der Mensch nicht nur als Körper betrachtet, so wie oft meistens in der Schulmedizin, sondern Ayurveda weiß, wir bestehen aus Körper, Geist und Seele und der Geist produziert ständig viele Gedanken, die gar nicht gut für uns sind. Und daher geht es im Ayurveda auch um die Gedankenhygiene. Es ist wichtig, die negativen Gedanken rechtzeitig auszusortieren und gar nicht so viele negative Gedanken in uns hineinzulassen, damit wir nicht von innen zerfressen werden. Und um die Tugenden, Zufriedenheit und Dankbarkeit auch wirklich zu fördern. Und dazu ist natürlich Yoga und Meditation sehr hilfreich. Ayurveda empfiehlt uns, uns der Jahreszeit
entsprechend zu verhalten. Bedeutet, du musst jetzt nicht im Winter Erdbeeren essen zum Beispiel. Und bedeutet auch, da wo du wohnst, wo du lebst, in dem Land, wachsen Früchte. Und diese Früchte sind für deinen Körper besonders gut. Du musst nicht die Früchte aus einem anderen Land essen, sondern iss das, was da bei dir vor Ort wächst und auch zu der Jahreszeit, wann es wächst. Isst in einer kalten Jahreszeit mehr warme Speisen, während du im Sommer auch mal einen Salat essen kannst, und hilf deinem Körper der Jahreszeit entsprechend, entweder mit Wärme oder mit Kälte eben im Sommer. Ich möchte dir auch einige grundsätzliche Ernährungsregeln mitteilen, die Ayurveda empfiehlt, weil die auch sehr einfach und sehr spannend sind, und dennoch erscheinen sie uns, ja, wie soll ich sagen, als neu oder komisch, aber irgendwo hast du es sowieso schon mal gehört. Aber so zusammengefasst hast du vielleicht den Eindruck, meine Güte, wie soll ich das alles hinbekommen? Aber grundsätzlich musst du ja ohnehin nicht alles auf einmal machen. Also, Punkt 1 ist, warme Nahrung ist für deinen Körper immer besser als kalte. Also Rohkost ist nicht Ayurveda-like. Bereits beim Frühstück ist eine warme Nahrung natürlich zu empfehlen, weil dann ja dein Körper wirklich erst in die Gänge kommt. Und die Hauptmahlzeit sollte mittags sein. Grundsätzlich empfiehlt Ayurveda 2 Mahlzeiten am Tag. Das ist ein frühes Mittagessen, so gegen 11:30, 12, also Brunch-Time für uns, und auch ein frühes Abendessen, so gegen 18 Uhr. Zu den Mahlzeiten solltest du nach Möglichkeit nicht trinken, weil das dies dein Verdauungsfeuer reduziert. Besser ist, du trinkst bis ungefähr eine Stunde vor der Mahlzeit und dann auch wieder danach. Auch nicht direkt danach, sondern auch erst eine halbe oder eine Stunde später. Du solltest auch nicht so viel essen, dass du wirklich ein starkes Füllegefühl verspürst. Ein Drittel des Magens freizulassen ist viel besser für deinen Körper. Er verdaut dann einfach besser. Und wenn er besser verdaut, dann hat er genug und mehr Energie für andere Dinge. Du solltest grundsätzlich auch in einer ruhigen Umgebung, ohne Ablenkung wie Smartphone oder Fernsehen essen, um wirklich dein Essen mit allen Sinnen genießen zu können. Nur dann ist dein Verdauungsfeuer, und das ist sehr wichtig im Ayurveda, nur dann ist dein Verdauungsfeuer besonders groß. Ja, das Wort Verdauungsfeuer kommt im Ayurveda häufig vor. Und ich muss zugeben, bevor ich mich damit wirklich stark auseinandergesetzt habe, habe ich es auch belächelt. Aber wenn du dir das mal vor Augen führst, dass du ja bestimmte Stoffe für deine Entwicklung, für die Zellerneuerung brauchst, verschiedene Substanzen aus deiner Nahrung aufnehmen musst, ist klar, dass das für den Körper einfach ganz, ganz elementar, ganz, ganz wichtig ist. Und es nützt ja gar nichts, wenn du ganz viele Vitamine zu dir nimmst, aber dein Darm kann diese nicht aufnehmen und dein Körper bekommt diese Vitamine gar nicht und diese Mikro- und Makronährstoffe gehen gar nicht in die Zellen hinein und können gar nicht zur Zellerneuerung beitragen, weil du sie gar nicht aufnimmst. Das nützt dann also überhaupt nichts. Also dieses Verdauungsfeuer so in den Mittelpunkt zu stellen, halte ich mittlerweile auch für sehr, sehr wichtig. Und nur in unserer Gesellschaft wird in der Regel nicht von der Verdauung gesprochen. Und es kommt uns erst einmal komisch und fremd und als ein intimes Thema vor. Aber im Ayurveda ist es etwas, was ganz natürlich ist, weil wir Menschen ja eben diese Nährstoffe brauchen. Ja, das war die Folge über Ayurveda. Ich hoffe, du kannst jetzt viel mehr mit diesem Begriff Ayurveda anfangen und weißt, das ist eine richtige Wissenschaft, eine Heilkunst. Und bitte
Nimm den einen oder anderen Tipp in deinen Alltag auf, aber überfordere dich nicht. Fang mit ein, zwei Sachen an und egal ob es die 2-3 Gläser warmes Wasser sind, die Zungenreinigung, die Meditation oder die warme Speise, das warme Mittagessen, egal was es ist, es wird dich in deiner Gesundheit voranbringen. Ja, und wenn du Menschen kennst, die nicht in ihrer Gesundheit sind, dann teile diese Folge gerne mit ihnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte sie gerne auf iTunes. Ich freue mich über deine 5 Sterne. Ich freue mich auch über deine Fragen und über deine Anregungen auf Instagram, Facebook oder über E-Mail. Und jetzt wünsche ich dir einen fantastischen Tag, eine tolle Zeit, gute Gesundheit, denn du weißt, deine Gesundheit machst du selbst. Deine Annette.